Die ganze Irrfahrt-Ding dauerte, glaube ich, 2 Stunden, glaube ich. Ich bin 2 Stunden, kam ich da nicht hin. Ich habe ja Magnum gehabt. Das fand ich auch. Mit dem Fliegen. Du musst dir vorstellen, ich habe ja den Magnum. Und der Magnum hat ja, wenn du die Tür aufmachst, wie so ein Balkon, hätte ich fast gesagt, schließt ja. Und da stand ich drauf und habe so gemacht. Und er fährt erstmal weiter. So, Freunde, und jetzt nähern wir uns mal dem Delinquenten, beziehungsweise er nähert sich uns. Und zwar, was ihr jetzt noch nicht sehen könnt, von hinten links. Eine ganz normale Situation. Es war schön gechillt, gefahren, kein Verkehr. Da kam er jetzt ins Bild oder kommt ins Bild. Und hinter ihm ist auch kein Auto. Und ich wartete, bis er genug Abstand hat, um ihm Zeichen zu geben, dass er vor mich kann. Aber das übernahm er dann jetzt gleich selber und ließ mir mal so 3 Meter Sicherheitsabstand. Und, Achtung, er bremst mich jetzt aus. Ja, habt ihr ja gerade gesehen. Ich zeige das nochmal. Achtung. Mach's nochmal. So, da war ich jetzt natürlich ein wenig sauer. Das könnt ihr euch sicherlich denken. Aber warum hat er mich jetzt ausgebremst? Die einfachste Erklärung ist wohl, dass es ein Kollege ist, der sich nicht mit moderner Technik auskennt oder sich damit nicht beschäftigt. Denn wie ihr wisst, ja, ich habe ein GPS-gesteuertes Getriebe. Das heißt, vor Erreichen einer Bergkuppe nimmt mein LKW den Gang raus, rollt mit Eigenkraft über den Berg rüber bis auf der anderen Seite, bis es wieder bergab geht und rollt dann halt natürlich schneller wieder bergrunter, um Sprit zu sparen. Also er nutzt die eigenen Gehkräfte, um sich über die Kuppe des Berges zu schleppen auf der anderen Seite und rutscht dann quasi ins Tal herunter. Ne? So, dass ihr das mal so ein bisschen verinnerlicht habt. Dazu muss ich sagen, dass wenn ich jetzt mit 85 auf den Berg zurolle, sage ich mal, oder den Berg hochfahre und kurz vor der Kuppe nimmt er den Gang raus, dann fällt er schon mal bis 79 runter, bis er über die Bergkuppe hinweg ist, um auf der anderen Seite wieder dann schnell runterzuschießen. Das war vorher der Fall. Er hier wahrscheinlich ging davon aus, dass ich mit Absicht langsam gefahren bin, so dass er überholen muss. Als er dann am Überholen war, fuhr mir dann Richtung Tal und mein LKW beschleunigte halt schneller den Berg runter, weil mein LKW ja den Gang rausgenommen hat. Er hat aber auch einen neuen Actros, das heißt, er muss auch einen Economy-Modus haben, hat er wahrscheinlich ausgestellt und deswegen ist sein LKW nicht ausgekuppelt. Und er sah das jetzt als böse Absicht. Ja, aber trotzdem, man muss sich mal vorstellen, er zieht 3 Meter vor mir rein und bremst dann, mal abgesehen davon, dass er nur ein Bremslicht hatte, mich einfach mal aus. Das ist eine absolute Sauerei und gehört eigentlich sofort bestraft. Ganz ehrlich, muss ich euch gleich sagen, ich habe mir den Gedanken gespielt, seine Firma anzurufen. Aber was jetzt kommt, ist noch besser. Ich dachte eigentlich, er hätte es eigentlich so auf mich abgesehen. Aber das scheint seine tägliche aggressive Fahrweise zu sein. Denn jetzt schauen wir mal rein, wie das Ganze bei einem anderen Kollegen passiert. So, jetzt sehen wir den Kollegen, wie er einen anderen Kollegen überholt, nämlich den weißen LKW. Und jetzt achtet bitte mal auf die Bremslichter des weißen LKWs. Dann könnt ihr auch erahnen, in welchem Abstand er bei ihm vorgezogen ist oder beziehungsweise eingeschert. So Leute, jetzt geht's erst richtig los. Jetzt beginnt richtig der Krieg, denn der weiße LKW ist richtig sauer, dass der blaue LKW so kurzfristig vor ihm eingeschert ist und wird sich jetzt an ihm rächen und wird jetzt zum Überholen ansetzen, um sich wiederum vor dem blauen zu setzen und wahrscheinlich, das werden wir gleich sehen, dasselbe Spiel mit ihm abzuziehen. So, wenn jetzt der Weiße vor dem Blauen eingezogen ist, ich weiß, es hört sich total bekloppt an, aber ihr seht es ja selber, will sich jetzt der Blaue wieder an den Weißen rächen. Das weiß der weiße LKW aber zu verhindern, indem er ihn an Überholen hindert, so wie ihr jetzt gerade seht. So, nun sind die Fronten ein bisschen verhärtet, wie man sehen kann. Ich frage mich bei sowas immer, weiß ich nicht, haben die keinen Kaffee ja früh morgens getrunken, warum ist man da so aggressiv? Natürlich hat der Blaue Schuld, aber was der Weiße jetzt macht, ist natürlich alles andere als gesetzeskonform. Was ihr jetzt gleich sehen werdet, ist, dass ein PKW auffährt und sich das Schauspiel anguckt und ruckzuck hast du dann wieder den schlechten Ruf, weil das wird ja dann verallgemeinert
Was sind das bloß für Lkw-Fahrer? Weil der Blaue, was ihr hier nicht sehen könnt, macht die ganze Zeit Lichthupe und hupt auch akustisch. Das hört ihr leider nicht. Jetzt sehen wir den Pkw auf die Autobahn auffahren. Und er könnte jetzt rein theoretisch, wollte er gerne an den vorbeifahren und traut sich wohl nicht oder guckt dem ganzen Treiben zu. Naja, wie gesagt, Freunde, ich wollte euch das einfach mal zeigen. Also dieser blaue Lkw, dieser Fahrer ist für mich also Platz 1 der dümmsten Lkw-Fahrer, die ich jetzt seit langem erst wieder gesehen habe. Ich dachte eigentlich, nach der letzten Folge könnte man das so schnell nicht toppen, aber der ist echt, der hat's drauf. Naja, wir schalten mal wieder zurück zu dem Mike zum Fan-Treffen. Und wir wussten zu dem Zeitpunkt ja schon, also als wir oben waren, ich durfte halt nämlich drüber sprechen, wusste ich schon, dass der Volvo verkauft wird. Mhm. Auch der Fahrer, der jetzt nicht mehr fährt, der Tor, der wusste das auch schon. Das wussten wir. Aus bestimmten Gründen. So. Und natürlich durften wir nicht drüber sprechen oder haben wir nicht drüber gesprochen, ist Ehrensache. Und dementsprechend waren wir so überrascht, dass das so eine Welle geschlagen hat. Ne? Das konnten wir uns gar nicht. Also Martin hatte dann irgendwann mal gesagt, per WhatsApp hat er gesagt, so, ist jetzt verkauft. Unter uns jetzt. Mhm. Ne? So, alles klar, okay. Und dann irgendwann hat er es, glaube ich, öffentlich gemacht. Und das war, mein Postfach war voll. Der Fahrer, voll gespammt mit warum, wieso, weshalb. Mich, der damit überhaupt nichts zu tun hat. Ja? Ich kenne ihn zwar, aber ich habe weder mit seinen Geschäften zu tun. Ich kenne zwar die Fahrer und so ganzen Kram und seinen Vater und was ich, die man sonst aus dem Fernsehen kennt, aber sonst habe ich ja mit Martin so nichts zu tun. Ne? Und ich glaube nicht, dass Martin zu mir ankommt und sagt, ey Kai, ich möchte meinen Volvo verkaufen, was soll ich mir denn am besten holen? Weißt du? Also halt mich gewundert, ich habe da Martin geschrieben, ich sage, die fragen mich ja alle Nase und ich sage, Martin, ich mache da jetzt ein Video drüber. Ja? Ich sage, mir reicht's. Und er sagt, ja gut, dann mach. Dann habe ich das gemacht. Dann hat er mir nochmal geschrieben, weil er hat ja den Renault T. Da kam es in dem Video so rüber, dass er sich den Renault T gekauft hat, aber ich habe nicht gesagt, habe ich zu ihm gesagt, ich sage, ich habe nur den Renault T erwähnt, dass du einen hast, aber nicht gekauft. Also du testest ihn, das habe ich jetzt in dem Video nicht gesagt. Dann ging es auf einmal los, hat er sich jetzt einen Renault T gekauft? Ja. Ich sage, Martin, es tut mir leid. Ich mache noch mal eine Berichtigung. Ja, weil die Leute, die spinnen sich dann was zurecht. Ne? Und das war mir zudem, also ich bin ja auch nicht als YouTuber geworden. Ich habe auch nicht damit gerechnet, dass ich in kürzester Zeit Videos produziere, wie 44.000 Leute angucken. Das ist die halbe Allianz Arena. Dann halt viele auch mir schreiben, hier, der hat mich verarscht, mein Job los. Und dann muss ich dir leider sagen, also wie gestern irgendein Rumäne, der wurde von irgendeiner deutschen Spedition wohl verarscht oder was, der hat mir geschrieben, aufgebrochen Deutsch, Englisch. Und dem muss ich dann sagen, ey du, ich bin nicht die Gewerkschaft, ich bin kein Rechtsanwalt. Ich bin nur ein Videoblogger, ich kann dir nicht helfen, was soll ich machen? Ich kann jetzt nicht hingehen und die Firma schlecht machen. Da müsste ich erstmal die Firma fragen, wie war es wirklich? Und das ist überhaupt nicht, das will ich gar nicht. Dann ich kann die Welt nicht retten. 6, 7 Ladestellen, auch Paul, was er da gemacht hat. Da haben ja auch die einen, die haben sie, ach Gott, wie kann ich da was sagen? Britannia Express, wie kann ich die in Schmutz ziehen? Mensch, Leute, Alter, wenn ich 20 Endladestellen in Frankreich habe, dann weiß ich doch, dass auf Pausen und sonst irgendwas überhaupt nicht geachtet wird. 20 Endladestellen oder 10 Endladestellen in Frankreich, weißt du, dass du da durch die Gegend einmachst, bei dem Verkehr, was da los ist? Deswegen war Paul auch immer auf irgendwelchen Hinterweltparkplätzen. Das hast du ja schon in seinen Videos gesehen. Das meine ich, genau. Wenn der da mitten durch Paris durch ist und der Verkehr und... Das meine ich ja. Er hat es natürlich nicht sagen dürfen, weil seine Firma das ja auch... Und weil er dann halt Dings... Aber wenn ich ihn jetzt hier hätte, dann wüsste ich ganz genau, wenn ich ihm das und das sage, wird er sagen, ja, du hast recht. War für den Arsch. Dass ich sonst wie viel Schichtzeit hatte und tralala. Und das ist bei Schubert genauso, wenn der da durch die Gegend läuft und 4, 5 Endladestellen hat und dann, was weiß ich, Feuer in Richtung Deutschland, damit er das noch schafft. Glaubt man ja nicht, dass der sich an alle Gesetze hält und, oder wenn er dafür den arbeitet. Im Leben nicht. Aber ich mag den halt vom Typ her, vom Humor. Er ist ein sympathischer. Ja, irgendwie schon, ne? Ja. Also wenn er sich hinsetzt und malt seine Reifen voll und sagt so ganz trocken, er ist im Club, der 30 cm lang schwänzt oder sowas, deswegen muss man bemalen und so, hab ich kaputt gelacht. Weil es so trocken. Toller Humor, habe ich kaputt gemacht. Am Anfang ja auch, was ist das für ein Spaß? Was labert der denn? Was ich ganz ehrlich sagen muss, wen ich absolut gar nicht kann, das ist Pete. Mein Freund Pete. Sorry, aber... Ich auch nicht. Der Typ geht gar nicht. Nee. Der geht gar nicht. Vor allem den Leuten fällt auch nicht auf, wie oft hat er seinen Arbeitgeber allein in den Staffeln bei Astrakobus gewechselt. Fällt keinem auf, ne? Ja.
Der sitzt in jeder Staffel sitzt auf einem anderen LKW und hat eine Aufschrift drauf oder andere Firmenjacke an oder sowas. Ne? Ja, und vor allen Dingen, ich habe mich ja auch mal irgendwo gesagt, aber nur am Rande gesagt, der Typ hat eine Gitarre, ich weiß nicht, ob ich es gesagt habe oder ob ich es meinem Kumpel gesagt habe, weiß ich gar nicht. Der hat ja nur eine Gitarre hinten auf dem Bett immer liegen, mehr nicht. Und dann haben irgendwie, ich glaube, das habe ich irgendwo gesagt, dann hat irgendwer runter kommentiert, ja, der fährt ja auch Nahverkehr, was braucht der Bettzeug? Ey, wo ich jeden Tag zu Hause war, hatte ich auch Bettzeug im LKW. Du kannst immer eine Vollsperrung gelangen, dann legst du dich ins Bett. Und dann deine drei, jeder LKW-Fahrer hat meistens immer, und wenn es ein Schlafsack ist dabei, er, seine Gitarre. Gar nichts. Gar nichts. Dann bei. Fuß aus dem Fenster, ey, wenn ich was sehe, da könnte ich ausrasten. Weil das sind, das gucken dann halt Leute, die nicht LKW-Fahrer sind, die gucken sich das an. Und die sowieso vielleicht schon diese Vorurteile genau. haben. Genau, so, und dann ja? buff, hast du den Salat. Genau. Ja? Und dann ist es wieder die LKW-Fahrer, die bösen LKW-Fahrer. Und deswegen kann ich für mir das nicht angucken, weil ich irgendwie, ich sehe das immer aus einem ganz anderen Winkel. Du jetzt auch, weil du auch die Affinität halt zum LKW-Fahren hast und das auch sehr realistisch dann halt auch siehst. Aber es gibt andere, die sehen halt, die haben noch nie mit dem LKW-Fahrer gesprochen. Für die sind LKW-Fahrer immer grundsätzlich langhaarig, ungepflegt, stinken. Und haben eine Gitarre auf dem Bett liegen. Genau, er ist das Paradebeispiel, der Typ.